Hallo, wir kommen zum nächsten Panel, zum VOT Indie Days Panel, präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikverlegerverband. Pop, Politik, Haltung, hat Popmusik heute noch gesellschaftspolitische Relevanz? Und ich übergebe an Milena Fessmann von Radio 1. Danke. Hallo. Schön, dass, obwohl es, jetzt müsst ihr nicht klatschen, aber nachher dürft ihr natürlich klatschen, auch wenn euch die Aussagen der einzelnen Leute gefallen oder auch nicht gefallen. Wir haben relativ wenig Zeit, also eine Stunde. Wir würden versuchen, hinten auch Fragen von euch, sofern es welche gibt, zuzulassen. Wir müssen einfach mal gucken und wenn ihr eine ganz konkrete Frage habt, dann könnt ihr euch ja melden, vielleicht nicht direkt als allererstes am Anfang, aber wir schauen mal ein bisschen, wie die Zeit geht. Ich freue mich, dass so viele Leute hierher gekommen sind zu diesem Thema, was ja sehr weit gefächert ist, haben wir im Vorgespräch auch schon festgestellt und wir wollen mal versuchen, es irgendwie, sofern es denn geht, ein bisschen griffiger oder einzugrenzen. Ich freue mich, dass das Podium hier vorhanden ist, dass ihr alle Zeit hattet und zugesagt habt. Vielleicht stellt ihr euch ganz kurz mal selber vor. Wir fangen mal Soll mit Britta an. Soll ich mal anfangen? Ja, fang du doch mal an. Gerne. Ja, Britta Schewe, ich arbeite bei Joyce, ein neuer Jugendsender, zumindest in Deutschland. Der ist vor 3 Jahren in der Schweiz gestartet und jetzt seit ziemlich genau einem Jahr eben auch hier auf dem deutschen Markt präsent. Dort kümmere ich mich um die Verbreitung und um Labelverträge und alles Unangenehme, was mit Verträgen zu tun hat. Und nebenbei habe ich noch eine kleine Produktionsfirma, die insbesondere Filme und Serien für Jugendliche und junge Erwachsene produziert. Gerade nicht lustig, eine Serie, eine Trickserie und aktuelles Projekt. Mein Name ist Stoppock, ich bin Musiker, mache das seit 40 Jahren und von den 40 Jahren war ich vielleicht knappe 10 Jahre bei Major Companies, habe mich immer durch meine Haltung wieder daraus katapultiert und bin ja, jetzt schon seit 20 Jahren absolut unabhängig. Danke, Suki. Ich bin Suki, ich bin Rapperin und ja, Hip-Hop-Aktivistin, kann man vielleicht sagen, und Referentin. Ich kümmere mich um die Pfui-Themen im Hip-Hop, um all die Dinge, die unausgesprochen bleiben müssen, die eigentlichen Tabus, nämlich die Frage von, warum ist es manchmal schön, kein Arschloch zu sein, warum müssen nicht ständig Tabus eingerissen werden, warum spielt zum Beispiel Feminismus eine Rolle. Genau, und das auch noch im Rahmen eines Labels, das heißt Springstoff, da bin ich Gesellschafterin. Ein kleiner, guter Laden, der sehr identitätspolitisch unterwegs ist, das heißt, es geht explizit darum, nicht nur gute Musik zu pushen, sondern auch interessante Leute dahinter. Das heißt, wir produzieren Musik, die man nicht nur gut finden will, aus politischen Gründen, sondern die man auch durchaus gut finden kann, weil es einfach weil es gute Musik ist. Genau, ich sag ja, ihr könnt klatschen. Ja. Ich bin Gregor, habe seit 15 Jahren ein Label, Sounds of Subterranea, wohne jetzt in Hamburg, habe mich bewusst entschieden, ein Ein-Mann-Label zu haben, aus strukturellen Gründen, weil ich eigentlich keinen Chef haben wollte und auch kein Chef sein will. Bin im VOT aktiv, mehr, mal weniger und ja, den Rest klären wir ja eh gleich dann. Okay, danke. Das Panel hatte ja die Überschrift Pop und Politik gleich Haltung. Deswegen würde ich ganz gerne mal von euch jeweils wissen, das ist ja sehr, ich will jetzt nicht sagen schwammig, aber es ist ja, da ist ja sehr viel drin. Jeder definiert das Wort Haltung für sich selber, für sich als Künstler, für sich als Privatperson, als öffentliche Person wahrscheinlich anders. Davon gehe ich mal aus. Und deswegen würde ich ganz gerne von euch mal wissen, wie ihr persönlich für euch diesen Begriff oder ob dieser Begriff Haltung ein wichtiger Begriff für euch ist und wie ihr dir selber definiert. Also um mal sozusagen weiter abzufragen. Wieder bei mir an, ja? Nein, nicht unbedingt. Wir können ja jetzt auch mal bei Gregor anfangen. Okay, jetzt machen wir so. Wir machen immer einen Wechsel, genau. Okay, ungeschickt in der Dramaturgie, aber fange ich an. Ich finde Haltung erstmal grundsätzlich wichtig. Ich glaube persönlich, dass in diesem ganzen popkulturellen Kontext kaum noch Leute eine Haltung haben. Wir haben sehr viele Leute, die eine Meinung haben. Aber eine Meinung ist eben was anderes als eine Haltung. Eine Haltung ist, wenn ich für was einstehe. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute, die sich, egal in welchem Kontext, auch gesellschaftskritisch äußern, dafür einstehen, sondern die das vielleicht höchstens noch benutzen. Und durch diese Verschwimmung dieser beiden Begriffe, Meinung und Haltung und diese Gleichsetzung, müssen die Leute nicht mehr einlösen, das, was sie sagen.
Und das ist eben auch das größte Problem, was wir in diesem Kontext von Musik haben, dass eben den Leuten es reicht, wenn sie irgendwas sagen, dann ist es angenommen und sie müssen nicht mehr dafür kämpfen, einstehen oder sonst was. Sie müssen nicht mehr gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben. So. Und das ist eben auch das Problem. Deswegen glaube ich, die meisten Leute auf der Bühne, vor der Bühne, haben eine Meinung, die ist meistens gut, manchmal auch nicht, aber die Haltung haben die wenigsten. Die wenigsten stehen für das ein, was sie sagen, und deswegen ist es auch so, wie es ist. Und das ist scheiße eigentlich, so wie es ist. Okay. Ja, Meinung und Haltung vielleicht als Gegensatzpaar. Ich würde es eher mit, also wenn man schon in den Bereich des Politisierten bewegen, dann eher die Unterscheidung zwischen Dogma und Prinzip. Also ich finde Dogmatismen fürchterlich anstrengend. Man muss immer eine Kontextfrage im Blick haben. Wer redet da, aus welchen Gründen, zu welcher Zeit, mit wem? Ja. Es lässt sich nicht alles von einer Schablone auf die nächste kopieren, so funktioniert es nicht. Aber Prinzipien zu haben und an denen festzuhalten und die natürlich eben genau in dem jeweiligen Kontext auch quasi adaptieren, damit man zum Beispiel verständlich bleibt, ist total notwendig. Je nachdem, wo ich mit wem spreche, muss ich mich einfach nicht anpassen, sondern einrichten, ja, und mich arrangieren, um verständlich zu bleiben. Das ist das eine. Das heißt, es gibt bestimmte Dinge, über die gehe ich nicht hinweg, aber ich werde niemals das jemand anders irgendwie aufoktroyieren und sagen, und wenn du nicht so denkst, dann bist du ein schlechter Mensch. Also auch da die Unterscheidung zwischen Moral und Politik finde ich total wichtig. Und ansonsten geht es mir auch viel darum, und das ist auch, was mich hier an den Panel zum Beispiel interessiert, oder was immer wieder mein Punkt ist, dass eine politische Intendierung das eine ist, aber eine politische Rezeption das andere. Das heißt, ich kann eine Aussage haben, die völlig unpolitisch intendiert ist und einfach nur so in den Raum hineingesagt, aber die wird unter Umständen trotzdem politisch gelesen. Und darauf kommen viele öffentliche Personen nicht klar, so dass, dass sie halt irgendwie so einen Song machen und das ist doch halt nur Musik und Entertainment. Für dich vielleicht, für mich ist es gerade nicht so. Und wer sagt, dass dein Verständnis deines Songs wichtiger ist als meiner und meine Lesart dessen so. Und darum geht es mir. Aber du hast doch auch, also wenn ich mir deine Musik anhöre und wenn ich mir die Texte anhöre, dann sind da ja schon auch Themen, die immer wieder vorkommen oder die dir besonders wichtig sind. Welche sind denn das? Also mir geht es ganz viel um, eigentlich um eine Verwobenheit von Themen. Also es geht oder ich will jetzt nicht einzelne abfragen, aber also Themen sind ja wichtig und welche? Also mir geht es ganz viel um die Frage von, was bedeutet Gewalt, was bedeutet Macht, was bedeuten gesellschaftliche Strukturen auf unterschiedlichsten Levels. Politik ist außerhalb von Parlamenten sehr real. Der Politikbegriff ist sehr, in meinem Sinne sehr gerne sehr weit zu fassen. Der reicht sehr weit in die kulturelle Sphäre für mich hinein. Man kann Kultur nutzen, um Politik zu thematisieren. Trotzdem ist natürlich es darf Kultur nicht nur zum Zweck werden, trotzdem geht es auch um eine bestimmte Form eben, nicht nur um den Inhalt. Es ist halt immer die Kombination dessen. Aber mir geht es tatsächlich darum, also ja, ich weiß nicht, es gab diesen Versuch irgendwie von unserem Bürgermeister, eins davon so arm, aber sexy zu sprechen. Ich fand diese Formulierung ein bisschen schräg, um ehrlich zu sein. Aber da geht es halt genau um diese Sachen. Also wie kann man in bestimmten Kontexten bestimmte Ideen etablieren, die vielleicht nicht vorgesehen sind? Wo sind Unvereinbarkeiten möglich? Und ich glaube, dass Politik und Kultur durchaus zusammengehen. Und Entertainment bietet sehr viel Raum für letztlich sowas wie eine Bildungsfrage, ohne das jetzt halt so sozialpädagogisch durchboxen zu wollen. Okay. Ich mache mal weiter, genau. Also für mich ist, ich bringe das mal zurück nochmal auf das Persönliche als Musiker, da geht es ja schon mal los und daraus entwickelt sich alles, ob ich meine Musik so mache, wie ich sie fühle, oder ob ich sie mache, um irgendwelchen Marktgesetzen zu entsprechen und damit viel zu verkaufen oder so. Ne? Also wenn ich irgendwie einen Song so und so produziere, damit er gerade in die Zeit passt, da ist für mich eigentlich das schon zu Ende. Da ist, ne, hat man schon mal keine Haltung. Wenn man die Haltung schon mal hat, dass man seine Musik so macht, wie man sie will, daraus entstehen einfach ganz viele Sachen. Und das ist, muss ich schon mal irgendwie zwischendurch recht geben, dass auf der einen Seite haben wir eine ziemliche Haltungslosigkeit, gerade bei Schauspielern und Musikern. Auf der anderen Seite entsteht aber ganz viel mit einer aufrechten Haltung, die dagegen powert. Aber da kommen wir sicher gleich nochmal drauf. Okay. Britta? Ja, tolle Statements erstmal. Also ich finde es auch, ich muss Gregor in dem Punkt zustimmen, dass ich finde, man muss ganz klar differieren zwischen einer Meinung und einer Haltung. Da gebe ich ihm vollkommen recht, stimme in allem zu. Was du sagst, finde ich allerdings auch sehr, sehr, sehr interessant,
dass man auch zulassen muss, dass sich Meinungen ändern können, dass man also nicht dogmatisch durch die Welt läuft und sagt, und so war es und so habe ich schon vor 15 Jahren gedacht und lass mich von dieser Meinung auch nicht mehr abbringen. Das finde ich auch extrem wichtig, das versuche ich persönlich immer zu tun. Und da ich mich heute eher sozusagen in der Rolle als Joyce-Sprecherin sozusagen empfinde, möchte ich nur deutlich machen, dass wir versuchen, eigentlich keine Meinung zu haben. Also wirklich Leuten unterschiedlicher politischer Ausrichtung auch irgendwo eine Plattform zu geben und Jugendlichen eher zu erklären, was Politik ist, anstatt zu sagen, du solltest das wählen und das auf gar keinen Fall. Obwohl wir uns natürlich das ein oder andere Mal nicht verkneifen können, dass es nicht besonders empfehlenswert wäre, eine rechtspolitische Partei zu wählen. Aber trotzdem gibt es halt Formate wie Jung und Naiv zum Beispiel, wo der Moderator Thilo Jung ganz naiv, ganz jung, ganz naive Fragen stellt an Politiker, um erstmal überhaupt das Verständnis zu wecken, wie funktioniert Politik überhaupt, was sind denn die unterschiedlichen Jobs, die es in der Politik gibt und was für eine Meinung vertreten denn bestimmte Parteien. Und ich glaube, dass Medien, und das hat mal eine ganz schlaue Frau gesagt, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, die sagte, dass es wichtig wäre, dass Medien Politik erklären und nicht eine bestimmte Haltung oder eine bestimmte Meinung propagieren. Und das sehen wir genauso. Okay. Ich würde mal ganz gerne bei dir anfangen, Gregor, weil du gesagt hast, dass sich das geändert hat, dass das früher anders war. Also ohne jetzt so ein, früher war alles besser, anders wie auch immer. Ich würde das mal gerne konkret wissen. Woran machst du das fest? Konkret habe ich mehrere Beispiele, so, also gerade auch Lieblingsbeispiele. Das eine ist so eine Band wie Fettes Brot, die in der Flora spielt. Ein Monat später Bundeswehrfotos macht mit der Bundeswehr und ist kein Arsch interessiert, dass eine Band dafür, oder sehr wenige Leute überhaupt interessiert und wahrnehmen. Und alle sagen, wenn man dann rumfragt, ist doch nicht so schlimm. Doch, es ist sehr schlimm, dass eine Band im Prinzip für den Militärapparat postet und keine Probleme damit hat. Finde ich persönlich, vor allen Dingen, wenn sie vorher noch im Kontext wie der Roten Flora aufgetreten ist. Das ist so ein Punkt. Das andere, was mich stört, was in früher, also ich komme ja hauptsächlich aus dem Punk-Bereich, da hat früher eigentlich die Punk-Bands, die ich gehört habe oder die mir wichtig waren, wie Crass oder sonst wer, die haben ganz klar abgelehnt, mit Majors zu arbeiten. Heute gibt es kaum noch eine Band, die im Prinzip wirklich, oder in vielen Bereichen kaum noch eine Band, die das überhaupt in Betracht zieht. Das ist für alle nicht mehr schlimm, mit wem man zusammenarbeitet. So, das ist das wirklich so? Ja, das ist also wirklich so. Also ich muss dagegen halten, dass es schon immer so war. Das war also seitdem nicht in dem Bereich, nicht in dem Bereich, wo ich rumgefuhrwerkt bin zumindest. Ja, dann aber doch in der Popmusik auf jeden Fall. Ich meine, okay, da ist jetzt ein Altersunterschied irgendwie. Ich kann als Beispiel sagen, das ist mir bei den Rolling Stones schon auf den Sack gegangen, Anfang der 70er, die irgendwie für Street Fighting Men gesungen haben. Und in irgendeinem Interview haben sie erzählt, Mick Jagger hat erzählt, wie er irgendwie auf seinem Boot sitzt und die Hühner, die laufen da rum und er sucht sich eine aus, die er vögeln kann. Und da hat sich auch aus der Szene von den Alternativen keiner drüber aufgeregt. Da war ich der Einzige, der gesagt hat, wie könnt ihr diesem Wichser noch irgendwie zuhören? Das war scheißegal. Ja, so, und das war immer schon so. Und seitdem unser System, ne, das Wirtschaftssystem, die Kunst immer sofort greift und die Zuscheiß mit Kohle, haben sich irgendwie die meisten Typen einwickeln lassen. Stimmt, aber man hatte auch immer Leute, die Nein gesagt haben, wie zum Beispiel Max Roach im Jazzbereich, der ganz klar eine Meinung gehabt hat und gesagt hat, ich spiele nicht so lange in einem Kontext, in einem weißen Kontext, solange es Rassismus gibt und das auch bis zum Ende durchgezogen hat. Das ist nicht der Punkt, natürlich fallen immer ein paar ab, aber es geht darum, dass jetzt richtig viele abfallen. Also wenn man rumgeht, die Leute haben ihr Businessmodell früher im Kopf, als sie überhaupt mal einen anständigen Song gemacht haben. So, das stimmt, das gebe ich dir recht. Das nächste ist, was mich eben auch sehr stört, weil es da zum Beispiel auch überhaupt keinen Widerspruch gab, ist, dass mittlerweile eben, das wollte ich eben vorhin, das war die Sache mit Meinung und Haltung, die ich da rausbringen wollte, heute werden Dinge sehr schnell benutzt, um so eine Gutfühl-Mentalität bei den Leuten hinzumachen. So eine ganz sehr bekannte Band aus Hamburg oder Solokünstler aus Hamburg hat ja einen Song gemacht, der einstimmig von sehr vielen Leuten gut abgefeiert worden. Wir reden über Markus Wiebusch, der Tag wird kommen.
Ich finde diesen Song so schlimm. Ich finde diese Aktion, diese Crowdfunding-Aktion für ein Problem, was wir ja wirklich haben. Also wir haben Homophobie in unserer Gesellschaft und Diskriminierung. Das zu benutzen, um ein paar Fans mehr noch zu bekommen, finde ich so pervers. Also und gerade von auch so einer Person wie Markus Wiebusch, der mit But Alive auf der Bühne stand, der Songs gemacht hat wie Euer Frieden verdient den Krieg und so. Und der einfach dann anfängt, Sachen zu benutzen, alles in so einem Wohlfühlkontext. Alle finden es toll. Es gab keine Pressestimme außer Auge Augsburg im Freitag, der sich kritisch dazu geäußert hat, was da eigentlich gelaufen ist. Dieses Benutzen von dem Thema, um billig Werbung zu machen, von so einer Person, die ja damit auch Werbung macht, dass sie ja aus einer Punkszene kommt, find ich persönlich unsagbar pervers. Also, ja, das stimmt ja, aber jetzt nur mal, wir müssen ja nur, irgendwie ist das jetzt wirklich schlimmer geworden? Wie gesagt, ich sage es nochmal, es war schon immer so. Ja, früher wären solche Leute eben einfach, hätte es kritische Stimmen gegeben. Wenn es keine kritischen Stimmen gibt, offiziell, in keinerlei von der Presse, also in keinem dieser großen Hefte, nicht im Radio, dann kommen Leute und also Leute, die ich sehr schätze, selbst die Radiosendungen machen, die äußern sich auch nicht, sagen, ja, das ist ja ein wichtiger Song. Nein, ist es nicht. So. Gut, also ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, da ganz viele Künstler ja gerade gar nicht da sind. Also, dass wir jetzt irgendwie nicht sozusagen das Künstlerbashing machen von Leuten, die nicht hier sind, auf der anderen Seite. Aber jetzt mal die Frage an dich, Suki. Du machst selber Musik, du hast ein Label. Gab es jemals, oder war das von vornherein völlig klar für dich, okay, also ich ziehe eine ganz klare Trennung zwischen, ohne jetzt immer dieses Schwarz-Weiß-Bild Major und Nicht-Major zu ziehen. Und wenn ja, was waren die Gründe, abgesehen von sozusagen dieser Haltung zu sagen, ich will mein eigenes Ding machen? So, also, oder hat sich das verändert? Deine Wahrnehmung dafür und auch natürlich im Hip-Hop ganz allgemein, also weil wir haben mit Fettes Brot angefangen. Also ich finde erstmal die Aussage, ich will kein Chef sein und ich will keinen Chef haben, auf jeden Fall schon mal sehr schlau. Ich bin Fan von kollektiver Organisierung, ich bin Fan von alternativen solidarischen Ökonomien, gucken, wer braucht welche Kohle gerade und so. Ich kann total verstehen, wenn Leute sich in Widersprüche begeben und vielleicht mal einen Auftritt irgendwo machen, wo man nur zu 37% dahinter steht und nicht zu 137% dahinter steht, um einfach die Miete zu zahlen, Punkt. Also gerade der ganze Kulturzweig ist ja auch einer der Strecken, weil sie Leute arg prekarisiert, weil spielst du mal hier in Soligig, spielst du da mal und das bringt dir dann ja auch was, wenn du da auftrittst, da sehen dich ja andere Leute und diese Dinge. Also da will ich nicht ganz so arg verurteilen, bei dem Fettes Brot Beispiel, glaube, die haben ihre Miete schon gezahlt. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, was da mit der, vielleicht weiß ich auch nicht, warum die jetzt da zur Bundeswehr gehen mussten. Will sie aber auch deswegen nicht in Gänze verwerfen. Da gab es auch ein paar gute Momente darunter. Also jetzt nicht bei dieser Bundeswehrgeschichte, aber im Laufe der Karriere. Gut, also Stichwort schwule Mädchen und so weiter. Da waren schon ein paar, das muss man nicht, das ist Kontext. Ja. Ich habe kein Interesse daran, mir von irgendjemandem was vorschreiben zu lassen. Ich will meine eigenen Themen setzen. Ich will rumlaufen, wie ich will. Ich will sagen können, was ich will. Und ich will meine Struktur nutzen können, um andere Leute mitzuziehen und mitzusupporten, wenn die Bock drauf haben. So, und ich möchte nicht dafür erst unter irgendeinem Major-Schreibtisch knien, um nachher irgendwie das Gefühl zu haben, ich wäre an irgendeiner Entscheidung beteiligt. Dann ist es gar nicht so. Also ich bin ein großer Fan von selber machen. Ich glaube, dass das heutzutage total möglich ist, übers Netz und so weiter, sich mit relativ kleinen Schritten relativ viel zu ermöglichen, sich eine große Öffentlichkeit zu schaffen und dafür kann man, finde ich auch, also nicht nur die Frage, bin ich bei einem Major oder bin ich nicht bei einem Major, bleibe ich resistent, bleibe ich rebellisch und radikal oder nicht, sondern man kann ja auch gucken, inwiefern kann man subversiv bestimmte Strukturen nutzen, die von den Majors erprobt wurden, um die selber irgendwie zu implementieren, ohne 95% abdrücken zu müssen, um dann in Ruhe die Miete zu zahlen, um dann in Ruhe wieder mal Soligig spielen zu können, weil einem das Anliegen wichtig ist. Ja. Mhm. Ich war von Anfang an nirgendwo anders, ich mache seit ungefähr 12 Jahren Musik oder so. Ich war nie woanders als bei Springstoff. Ich habe mich da immer wohlgefühlt. Ich konnte immer sein, wer ich bin. Ich konnte machen, was ich wollte, wann ich es wollte und bin darüber total glücklich. Also ich finde, wir sind auf jeden Fall ein Laden. Da lohnt es sich total, mal genauer drauf zu schauen, tatsächlich, wie das möglich ist, dass da Leute schaffen, davon zu leben, ohne sich der kapitalistischen Verwertungslogik zu unterwerfen und irgendwie scheiße zu sein anderen gegenüber und heimlich. Also wir legen zum Beispiel unseren Artists gegenüber alle Zahlen offen. Es gibt keine heimlichen Klauseln oder irgendeine Scheiße, die wir, das ist eine Prinzipienfrage an der Stelle, die wir ganz konsequent verfolgen. Mhm.
mal die Frage an euch. Also ist denn das tatsächlich wirklich noch so diese Trennung? Also platt gesagt, der böse Major, alles, was nicht Major ist und was selber gemacht ist, ist sozusagen damit automatisch gut? Also du hast gesagt, du bist immer wieder erfolgreich rausgeschmissen worden oder gegangen bei Majors. Inwieweit hat sich das für dich verändert seitdem? Fühlt sich das nur besser an? Nee, das ist ja schon ganz klar, dass die Majors, und das ist wirklich schlimmer geworden, also in dem Punkt muss ich sagen, das ist schlimmer geworden. Es gibt ja nur noch ein paar Majors und die sind natürlich das Spiel, was sie vor 40 Jahren angefangen haben, hat sich natürlich jetzt zugespitzt, dass die eben nur noch nach Kohle gucken und also auch nicht mehr Sachen fördern, neue Musiken fördern, auch nicht an Künstlern dranbleiben, das ist einfach so. Also wenn ein Künstler, und da würde ich einhaken, was du auch vorhin gesagt hast, wirklich sein Ding durchziehen will und das wirklich sein Leben lang, dann kann er definitiv nicht auf die Majors bauen. Ganz im Gegenteil, das ist eher hinderlich. Also ich kann das, wie gesagt, sagen, weil ich so viele aus meiner Generation kenne, die das gemacht haben mit Majors, auch Erfolg hatten, aber meistens alle weg vom Fenster sind, weil sie eben in die Haltungslosigkeit Also das finde ich übrigens immer wieder lustig, dass in dem Wort Unterhaltung beides, also Haltung drin ist, aber auch schon der Vorsatz unter, das in der Pop-Unterhaltung. Genau, Entertainment, das müssen wir dann auch mal auseinandernehmen. Auf jeden Fall, ich finde schon, und darum geht es ja, also das wäre jetzt ein anderer Zweig, das zu diskutieren. Jetzt leben wir in einer Zeit, die ich total klasse finde, dass so viel neue, gute Musik und auch politische Aussagen, dass das alles machbar ist und übers Internet an die Fans kommt. Das ist einfach so. Es waren noch nie so viele Leute erfolgreich außerhalb von Majors. Aber das wird natürlich versucht, auch in den nächsten Jahren irgendwie von den Majors zu unterbinden. Und wie alle damit umgehen, das ist, finde ich, das wird noch spannend, ne? Also ob das so weiter durchzuziehen ist. Bitte schön. Ich habe den Faden verloren. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich werde ihn mit Sicherheit auch gleich verlieren. Aber ich wollte zwei Sachen sagen, und zwar relativ unabhängig voneinander. Also einmal diese Major-Indie-Diskussion. Ist immer so latent ein bisschen anstrengend, finde ich, weil man so schnell in das Jammern abdriftet, was ich persönlich total schlimm und anstrengend finde. Konsolidierung ist egal in welchem Markt nicht gut. Also ob es jetzt die Musikindustrie ist, die plötzlich nur noch aus irgendwie drei Labels besteht, genauso wie bei Buchverlagen oder Buchversendern, sagen wir es mal so. Also wenn jetzt Amazon irgendwie 80% der Bücher ausliefert und dann plötzlich entscheidet, oh, die Verlage, die nicht mitspringen, dessen Bücher liefern wir einfach mal 3 Wochen später aus. Oder ein Google, die 80% unseres Internet-Traffics bestimmen und überwachen. Ich glaube, Konsolidierung auf irgendwie ein bis drei Player kann niemals gut sein und man muss Alternativen dazu entwickeln, egal in welcher Branche das ist. Das mal zum einen. Also, ja, Punkt. Der andere Punkt ist, ob sich die politische Haltung über die Zeit hin geändert hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass die Möglichkeiten, eine politische Haltung oder Meinung oder was auch immer hinaus in die Welt zu tragen, hat sich grundlegend verändert, weil man eben über neue Kommunikationsmöglichkeiten verfügt, weil man Leute selbstständig auf einer ganz anderen Basis erreichen kann und somit auch mitziehen kann. Also von daher ist erstmal eine große positive Entwicklung gerade am Start. Und ich finde auch nicht, dass wir jetzt plötzlich irgendwie meinungsloser oder sonst irgendwas geworden sind, sondern ich glaube, die Menschheit als solche bleibt immer gleich. Es wird immer eine große, breite Masse geben, die relativ leicht beeinflussbar ist und die schnell irgendwo hinterherläuft. Es wird immer politische Provozierer geben und es wird immer unpolitische Leute geben. Und ich glaube, der Prozentsatz bleibt relativ gleich sozusagen, nur dass man die Massen durch neue Kommunikationsmittel anders bewegen kann. Also dieses ganze, früher war es irgendwie so und heute ist irgendwie total anders und so, an den ganzen Scheiß glaube ich nicht, überhaupt nicht. Da stimme ich dir auch hundertprozentig zu, weil das war, wie gesagt, wirklich immer so und ist, also gerade in den Medien, also bei mir hat es zum Beispiel gelangt, selbst ich brauchte gar keine politische Aussage, Mann, ich habe selbst irgendwelche Liebeslieder sind von mir in den Medien nicht gespielt worden, weil ich auch darin eine Haltung gezeigt habe. Und da war, die hatten immer einen Grund zu sagen, warum das nicht geht irgendwie. Und das ist bis heute geblieben, beziehungsweise
Heute haben wir eben die Chance, übers Internet das anders zu vermarkten und mit kleineren Sendern. Und eigentlich finde ich es heute besser und offener. Aber da müssen wir natürlich drauf achten, dass uns das nicht flöten geht. Genau, das ist ein Wert, ein zu wertendes Gut sozusagen, das man pflegen muss. Also ich sehe es komplett anders. Also cool. Ich bin, seit ich 12 bin, fahre ich auf Konzerte und habe 4 erlebt, habe also 15 Jahre jetzt mein Label, habe auch mit vielen Leuten zu tun. Und natürlich, also da sind wir wieder bei der Meinung, Haltung oder was Leute tun. Ich finde, wir haben eine komplett unpolitische Zeit. Natürlich sagt ab und zu mal jemand was und dann ist es so. Aber im Moment ist weltweit so viel Scheiße am Dampfen. Es ging den Leuten in vielen Teilen dieser Welt noch nie so dreckig. Die meisten Leute interessiert das nicht. Wo ist zum Beispiel gerade wirklich so offensiv eine größere politische Band da? Oder die mal wirklich ein Statement macht, die sich richtig engagiert oder sowas. Das gab es in den 70ern. Und das gab es auch danach. Und das ist... Das sind so Phrasen, die man immer kriegt und wo Leute dann eben sagen, ja, da habe ich, wie gesagt, meine Meinung oder eine Haltung oder das ist so, aber ich spüre nicht, dass wir wirklich in revolutionären Zeiten leben. Also das kann ich sagen. Für mich ist das so alles so, dass wir leben in so einer kompletten Wohlfühlgesellschaft. So, wir haben auch keine Solidarisierung, wenn zum Beispiel Jugendliche auf die Straße gehen, weil sie das nicht mehr aushalten, ob das jetzt in Frankreich ist oder in London war oder so. Da gibt es ja keine wirkliche Solidarisierung mit Leuten. Doch, da wird ein bisschen drüber berichtet. Natürlich, überall. Also jeder Konflikt, den wir heute sehen, wird dokumentiert. Global. Der wird dokumentiert. Ja, das ist schon mal was. Also vor 100 Jahren hast du es nicht mitgekriegt, ob da irgendwie zwei Länder weiter irgendein Krieg war oder nicht. Ja, da sind wir uns, glaube ich, alle einig und wir reden hier gar nicht so, das stimmt natürlich. Ne? Nur es passiert trotzdem heutzutage viel mehr, also jetzt wenn du sagst, in den 70er, 80ern, was gab es da für Bands, die aus einer Szene heraus irgendwie, ich gebe einfache Beispiele, ob das jetzt in Deutschland eine Band wie BAP war, ne, die einfach nur in so eine Szene von gegen Atomkraft einfach nur Kommerz letztendlich gemacht hat, dann mit Jack Wolfskin Outdoor-Kleidung irgendwie propagiert und so. Oder U2 oder was weiß ich irgendwie. Es ist immer sofort vom System aufgekauft worden. Und die Leute haben sich dumm und dusselig verdient. Also die haben die mit Geld halt zugeschissen. Und jetzt gibt es so viel, dass sie das gar nicht mehr können. So. Ich gebe dir recht, dass wir in einer Zeit leben. Ich finde das zum Kotzen, wenn irgendwelche Schauspieler für McDonald's Werbung machen irgendwie und dann noch versuchen aber zu erklären. Die Kids gehen doch trotzdem hin. Also das ist doch das Entscheidende. Ich weiß noch, wie Bands im Prinzip in alten Fanzines zum Beispiel Leute einfach gesagt haben, eine Band geht zum Major und die haben Fuck you gesagt, die Leute. Ja, die sind einfach nicht mehr hingegangen. Ja, heute ist es den meisten Leuten scheißegal. Heute das spielt keine Rolle, ob ein Crow für... Nein, das stimmt nicht. Nein, ich habe selber einen Sohn, der Hip-Hop hört, der ist 23, der findet Crow zum Kotzen und da geht irgendwie gar nichts. Und dieser Aktion war das der Auslöser, dass er gesagt hat, also das ist ja das Entscheidende, nicht ob er den... Vorher, vom ersten Ton an fand er den zum Kotzen. Aber es geht ja darum, dass Leute einfach sagen, schlechte Musik da machen Leute für schlechte Nahrung und echt ein mieses Unternehmen Werbung, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, darum geht's. Das ist zum Beispiel, was mit Haltung zu tun hat, nicht nur zu sagen... Ja, aber man hat uns gemacht, der muss ja von woher es leben. Das höre ich immer, dass Leute mir erzählen wollen, sie müssen von irgendwas leben. Ich widerspreche dir nur darin, dass wir jetzt dass die Zeiten, dass es früher besser war und dass jetzt natürlich unser System spitzt sich zu, das wissen wir natürlich. Und das wird immer kranker, es wird immer mehr der Zwischenhändler, deswegen auch die Majors, die zocken so viel jetzt von den, wenn eine Band zum Major geht, da ist ja einfach nur doof, weil ich meine, ich habe letztens noch mir einen Vertrag durchgelesen. Da kann man nur auf Top oder Flop setzen, wenn eine Band beim Major unterschreibt und das wird nichts, dann können die auch nicht mehr im einfachen Club spielen, weil dann noch die Plattenfirma irgendwie Geld hat. Also das wissen wir alle. Da,
das sind die Hohlen, die da hingehen, aber es sind ja auch nur noch letztendlich ein paar. Also wer kriegt schon Major die? Und aber hier, das sieht man ja hier, es tummelt sich so viel und das, deswegen sind wir auch alle hier, um das weiter zu fördern. Und nur mit einer Haltung, da sind wir uns ganz klar einig, kann man dem was entgegenstellen und das passiert auch, da bin ich sicher. Also ich glaube nicht, dass irgendwann mal was besser oder schlechter war erstens. Ich glaube, dass ein Like durchaus was bringen kann, wenn es darum geht, Informationen zu streuen. Weil auf meiner Timeline erscheint, dass die und die Person die Seite sich angeguckt hat und dann kann ich da auch drauf klicken. Der Like an sich bringt nichts, aber sozusagen das Spreaden bringt was. Und das ist ja genau Teil von Bewegungspolitik, wenn man so will. Ich glaube, dass es notwendig ist zu fragen, warum war das damals so und warum ist es nicht mehr? Das heißt, warum ist die Nachhaltigkeit einer 70er-Jahre-Ära nicht wirksam genug gewesen, um heute noch irgendwas zum Rollen zu bringen. Also kann man gucken, vielleicht waren die, könnten wir Adorno befragen, wie es sich darum bestellt ist. Der hat da auch was zu sagen. Deswegen keine Ahnung, ob die moralische Überlegenheit damals größer war oder ob einfach nur auch das, also ob die Komplexität von politischen Themen heute gewachsen ist, sodass ist halt nicht mehr ein Atomkraft, eine Atom, also es gibt eine Demo gegen Atomkraft in den 70er Jahren, da finden sich dann 20.000 Leute ein. Heute hast du in Berlin alleine jeden Tag 4 Demos. Da sind halt nicht 20.000, sondern nur 200 auf jeder davon. Also ich glaube, dass die Komplexität der Themen in einer globalisierten Welt enorm gewachsen ist, sodass sich das auch auf nochmal anders verteilt. Und wir einfach auch eine globalisierte Welt mehr im Blick haben. Heute wissen wir, dass Afrika kein Land ist, sondern ein Kontinent mit vielen Ländern. Ja? Also um es mal in der Deutlichkeit zu sagen, also wir können uns heute nicht mehr um hungernde Kinder in Afrika kümmern, wir müssen uns heute um ganz konkrete realpolitische Prozesse kümmern, wenn wir ein Interesse daran haben, aus welchem Grund auch immer. Deswegen gibt es eine ganz andere Verteilung und deswegen wirkt eine Bewegungspolitik nicht mehr so massiv. Und das hat Vorteile, finde ich. Das hat Vorteile, weil früher wurde, wie ich es gerade schon gesagt habe, war das vom Wirtschaftssystem ganz einfach zu gucken, da sind 100.000 Leute bei einer Demo, ne? Wogegen sind die, wie sind die angezogen und was machen wir daraus? Das ist heute nicht mehr unbedingt machbar und heute verschwimmt das und das ist zum Teil positiv. Ja, okay, zum Teil ist es auch scheiße, wenn die Nazis aussehen wie Zecken, habe ich ein Problem, weil muss ich mich so dicht dran nähern, um zu gucken, was auf deinem Button steht, dann ist es schon blöd, bis dann habe ich eine sitzen. Ja, aber dann bist du auch näher am Mann und kannst ihm direkt einen reinhauen. Genau, ich falle ja so, wenn es dann so wäre, okay, alles klar. Den Einsatz von Gewalt diskutieren wir auch gerne noch, kein Problem. Deswegen genau, glaube ich, dass das mit dem Früher und so nicht so ganz funktioniert. Ich glaube auch, dass die Medien sich stark ausdifferenziert haben. Es gibt natürlich, also jede große Zeitung hat nochmal eine Online-Variante und jede kleine Zeitung hat auch nochmal eine Online-Variante. Und manche Online-Magazine haben mittlerweile auch Print-Versionen. Also es gibt auch da eine große Multiplikation an Orten, an denen Meinungen stattfinden, an denen Haltungen stattfinden. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber vielleicht fehlen mir da auch irgendwie nur 10, 15 Jahre, um das nicht nur so... um das nicht nur so positivistisch irgendwie, also ich habe halt einfach keinen Bock auf so eine kulturpessimistische Haltung zu sagen, nee, früher war alles besser, wir reiten ganz stark auf die Apokalypse zu, es wird irgendwie immer alles schlimmer. Natürlich kriege ich das Kotzen, wenn ich mir so Bands angucke wie Trailer Park und mich frage, Alter, wo soll das noch hin? So, also was kommt denn noch? Wo wollt ihr denn noch? Ja, was ist da noch möglich? Also wo ich mich auf deren Fantasie und Kreativität verlassen muss, um selber meine eigene Desillusionierung irgendwie voranzutreiben und darüber fürchterlich unglücklich werde und von einer Gewaltfantasie in die nächste falle. So. Aber trotzdem ist es tatsächlich, also glaube ich, eben die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Entwicklungen da drin irgendwie nicht außer Acht zu lassen. Also es gibt halt auch genügend Leute, die sowas scheiße finden. Es ist halt, ich glaube, so die Mehr von der großen Masse habe ich irgendwie keine Lust zu bedienen, um ehrlich zu sein. Und die Manipulationsdingsi und so. Und dann die Banken und dann ist sowieso alles schlimm. Also natürlich habe ich ein Problem im Kapitalismus und ich habe ein Problem damit, wenn Leute Lust haben, sich dem, also einfach, wenn Leuten die Kreativität und die Fantasie fehlt, um sich Alternativen zur naheliegenden Vertragsunterzeichnung zu entwickeln. Ja, also ich habe natürlich Freude daran, wenn Menschen sich Dinge überlegen, wie sie tatsächlich Alternativen entwickeln können. Und ich habe auch Lust, mich darauf zu konzentrieren. Und ich merke, dass mich tatsächlich sozusagen das anstrengt, nur das Negative zu sehen an der Stelle. Auch wenn ich sehr bekannt dafür bin, dass ich gerne mecker an Stellen, wo es notwendig ist. Ja. Aber ich glaube, auch das ist wieder eine Gleichzeitigkeit, die Sinn macht. Das heißt, du hast halt einerseits gerade im Hip-Hop zum Beispiel in einer Zeit, wo Protest
ob das jetzt ein Pinkwashing ist, wie du es an dem Beispiel, ich kannte den Musiker nicht, den du vorhin hattest, der da irgendwie so, so pro-homo bewegungsmäßig sich... Markus Wiebusch. Wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Entschuldigung. Okay, gut. Aber jedenfalls, natürlich ist das ätzend, wenn Leute sich auf so Themen raufsetzen oder so, oder was weiß ich, was da schon an anderen... Und ist jetzt Beyoncé Feministin oder nicht? Ich wünsche es mir sehr natürlich, aber... also was ich sagen will, das ist so viel. Also och, natürlich, Zeit haben wir noch. Natürlich einerseits meckern, aber andererseits eben auch sich auf die Alternativen konzentrieren und sagen, also ich kann halt meinen kompletten Tag darauf verwenden, Trailerpark die Pestanhalt zu wünschen. Ich kann aber auch die Zeit nutzen, um andere Artists zu supporten, die einfach gute Alternativen bieten und meine Energien darauf verwenden, die zu promoten und zu pushen. Gerne auch mit Strategien, die ich beim großen Major scheiße finde. Ja, weil ich weiß, dass ich ein hehres Ziel habe an der Stelle. Genau. Ich würde das gerne aufgreifen, was du sagst, weil wenn man sich das jetzt so mal ganz, ganz generell anguckt, natürlich gibt es die Bösen, es gibt die Uninteressierten, es gibt die Doofen, die irgendwie absurde Sachen machen, aber es gibt doch auch eine ganze Menge Leute, wo man das Gefühl hat, wenn man als Zuhörer, als Konsument im weitesten Sinne ganz klar eine Haltung merkt und sich die ja auch suchen kann. Ne? Also ich meine, es ist ja sozusagen letztendlich bei mir als Person mir anheim, ob ich der Masse, um sie mal zu nennen, folge und mir völlig unpolitische, doofe Musik anhöre oder ob ich, und das ist ja die Möglichkeit heute, ganz explizit raussuchen kann und sagen kann, okay, da werden bestimmte Sachen gefunden. Das entbindet uns natürlich alle nicht davor, dass man generell feststellen kann, es geht ganz viel in eine falsche Richtung, gar keine Frage, aber man hat doch immer noch die Möglichkeit, sich das zu wählen. Die Frage ist an euch jetzt, inwieweit habt ihr Zugang ganz konkret zu den Leuten, die euch liken, gut finden, die Musik hören? Inwieweit findet dann Austausch statt? Also ist das relevant für euch? Für dich als Label, weißt du, wer deine Platten kauft? Also darf ich ganz kurz an der Stelle, dann gebe ich es gerne ab. Auch dafür sind die Likes tatsächlich notwendig, glaube ich. Wenn ich Leute dazu ermuntere, nicht nur meins zu kaufen und zu feiern und zu hören, zu meinen Konzerten zu kommen, sondern tatsächlich auch hinzugucken und hinzuhören, wo habe ich gerade eben, also tatsächlich keine Lust, also zu sagen, wo funktioniert sowas Ähnliches wie ein Boykott oder eine Unterwanderung. Also da kann man auch einfach die Struktur nutzen, sagen, wenn ich das nicht kaufe, dann kauf halt selber deine scheiß CDs, du Idiot, ja. Ich will nicht hören, was du sagst. Der Markt, also sagen die Hörerinnen und Hörer, haben keine Lust mehr auf bestimmte Inhalte, weil sie in vermeintlich unpolitischem eine politische Nachricht entdecken und sagen, die wollen wir nicht. Also sie müssen sich nicht explizit auf was Politisches stürzen. Es reicht ja auch schon, wenn sie sich auch von bestimmten Sachen einfach distanzieren und sagen, habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche deine Beschimpfung nicht. Was soll das? Das ist nichts, was ich unterstützen will. Mhm. Und ich finde es total sinnvoll und schön, wenn auch zum Beispiel so der große Mythos von der Bühnenperson aufgebrochen wird, damit eine Kommunikation stattfinden kann und darüber auch ein politischer Austausch möglich ist mit Leuten tatsächlich. Natürlich kannst du nicht mit allen Personen immer Gespräche führen, aber sich an der Stelle vom eigenen Ego zu lösen und durchaus verschwitzt und verschmiert von der Bühne zu krabbeln und sich einfach noch die Nacht um die Ohren zu schlagen, um zu diskutieren und um Gespräche zu suchen, finde ich persönlich als Bühnenperson total notwendig und interessant auch. Mhm. Gut, zu deiner Frage. Bei manchen Platten verkaufe ich so wenig, dass ich jeden persönlich kenne. Und das ist wirklich so, also weil ich mache sehr aufwendige Plattencover. Also aufwendig heißt, dass ich teilweise Platten mache, wo ich 20 Stunden dran sitze an einer Platte. Und, also nicht an der Musik, um das zu sagen, sondern auch an der Grafik. An einem Plattencover. Nicht an der Grafik, an einer einzigen Platte sitze ich manchmal richtig lang. Also das ist auch das, was mich von vielen anderen unterscheidet. Du die einzeln bemalst? Oder? Nee, ich arbeite auch viel mit Beton, mit Stahl, mit Plastik. Also okay. Nein, aber ich will nochmal sagen, damit das klar ist, damit die Leute unten wissen, also es geht nicht um dich als Musiker sozusagen, ich bin kein Musiker, an der Arbeit, sondern Gestaltung. Ja. Der Platt, das, und genau, und das auch den Prozess, also es geht auch um den Arbeitsprozess, sich Arbeitsprozesse wieder anzueignen, nicht abzugeben im Prinzip. Dieses Do-it-yourself, was auch wiederum viele benutzen, also du hast... Weil wir bei Begrifflichkeiten waren. Man hat natürlich immer Leute, die was sagen und die das auch meinen. Aber sehr viele, also es gibt den Begriff der flexiblen Normalisierung. Es ist im Prinzip, Leute machen was und das System sagt entweder, wir vernichten das oder wir greifen es auf, wir benutzen das ganz einfach. Und diese Unterscheidung zu treffen, wann Aussagen wirklich Aussagen sind, wo Leute was machen und auch Strukturen aufbauen, Alternativen aufbauen, zu dem, wo Sachen einfach nur
deswegen benutzt werden, weil man sich besser fühlen kann. Wenn ich sehe, wie viel CDU-Abgeordnete mittlerweile in einer Punkband gespielt haben, ja? wenn ich diese Vollspacken von Fußballnationalmannschaft mit einem Iro rumflitzen sehe und dann ein paar Jahre später zu Helene Fischer tanzen, dann habe ich natürlich damit ein Problem. Und das geht natürlich in die Gesellschaft rein und ich kann heute nicht mehr auf der Straße erkennen, ob jemand vielleicht so ähnlich tickt wie ich oder nicht. Also das ist natürlich viel schwieriger geworden. Und natürlich aber das würdest du gut finden? Also ich finde es zum Beispiel ganz, ganz schlimm, wenn man aufgrund des Aussehens irgendwie sagt so, oh. Ja, ich habe mir das ja ausgesucht. Also als ich ein Iro hatte, hatte ich es mir ausgesucht und ich fand es eigentlich cool, dass mich Leute scheiße gefunden haben, weil ich auch bei manchen Konzerten eben nicht neben den Leuten stehen will, die mich vielleicht früher in der Schule verprügelt haben. Ich meine, wenn die meisten damit kein Problem haben, ist es ihr Ding. Ich habe immer noch ein Problem mit Leuten, die dissen. Und das, was du gesagt hast zum Beispiel, wenn die Faschos genauso aussehen und man doppelt hingucken muss. Du hast gerade die ganzen Fußballer gedisst. Ja, natürlich. Aber meine... Achso, die sind alle... Achso, ja gut. Nee, sind nicht alle, aber sie sind auch alle nicht die Hellsten. Aber das ist jetzt auch... Das ja, ist aber ein anderes geil, Thema, wenn du aber, sagst, aber ich hasse es, wenn Leute dissen. Nee, ich sage, wie Leute Dinge benutzen. Und das ist keine... So. Weil, du musst ein bisschen lauter reden. Also mir hat das jeder verstanden, die Frage? Vielleicht haben wir, genau, nimm mal doch ganz kurz das Mikrofon, weil sonst ist es doof. Ich fand die Unterscheidung wahnsinnig gut, die du gebracht hast, zu sagen, es gibt Meinungen, es gibt Haltung. Und dann habe ich mich aber wirklich gefragt, und das frage ich mich irgendwie immer noch, also jetzt eine halbe Stunde lang schon, wie könnte ich, wenn ich jetzt berühmt wäre und früher eine Punkband gespielt hatte und jetzt irgendwie erfolgreich bin, wie könnte ich jetzt gegen Homophobie auftreten, in der Form, dass es breit wahrgenommen wird, und von dir trotzdem als Haltung anerkannt wird. Und ich möchte ganz kurz noch, ich finde, was du gesagt hast, Suki, nämlich ist die Lösung Prinzipien versus Dogmen halt. Okay. Ja, du darfst darauf antworten. Genau, du musst eigentlich sogar noch... Haben wir nicht noch ein Mikrofon vielleicht irgendwo? Nee, das also, müssen wir leider so... Um dieses, also es ist relativ einfach, also für mich bedeutet im Prinzip Haltung nochmal, wenn man dazu steht, also wenn man eine Aktion macht, also wenn man sagt was, das sage ich auch oft so, und wenn ich dann dafür einstehe, also sprich, wenn dieser Punkt ist, in diesem konkreten Fall kann ich das benennen, weil es mich wirklich stört. Für mich war das eine clevere Werbeaktion, also man muss sagen, wenn so jemand... in Hamburg auftritt, würde der mit Einschnipsen, kriegt er die Trabrennbahn, nicht mit Einschnipsen, aber er kriegt sie relativ voll. Also er hätte von sich aus eine Aktion machen können, wo er sagt, das Thema ist mir so wichtig, Fußball, meinetwegen St. Pauli Stadion, die hätten das zur Verfügung gestellt, ich mache ein Konzert, Eintritt ist frei, jeder spendet, mit diesen Geldern, er hat ein Promo-Video dafür gemacht, er hat ein weichgespültes Promo-Video für diesen Song gemacht, dafür haben die Leute dann gespendet, das ist das, was mich stört. Er hat dieses Thema benutzt, um mehr Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich finde es verkehrt, wenn man, das ist so ähnlich wie wenn man sich mit kleinen Kindern mit Wasserbäuchen fotografieren lässt. Da geht es eben nicht um die kleinen Kinder mit Wasserbäuchern, sondern es geht darum zu zeigen, ey, was finde ich für eine tolle Person, dafür engagiere ich mich. Das stört mich ganz einfach. Wenn Leute, andere Leute oder Situationen benutzen, er hat das gemacht, für mich ist das auch mit dem Hintergrund, er kommt ja nicht aus einem unpolitischen Hintergrund, mit diesem Hintergrund ist das... ein schlechtes Zeichen, weil die meisten Leute verstehen das nicht. Die sagen, der hat doch was Gutes gemacht. Nein, er hat was benutzt. Und ich möchte nicht benutzt werden, das habe ich ja am Anfang gesagt. Und ich möchte auch, also ich will nicht, dass irgendwelche Leute für irgendwas benutzt werden. Ich möchte, dass Leute frei entscheiden. Vielleicht sagen sie, was ich rausbringe, ist scheiße, dann ist es eben so. Kein Problem mit. Aber benutzen, also einfach, das ist schlimm. Also, sorry, aber das finde ich... Ja, genau. Ja, klar, ist das alles richtig, aber ich glaube, das geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung hier irgendwie. Ich finde es
da könnte ich jetzt irgendwie auch stundenlang über irgendwie meine persönlichen Hassobjekte irgendwie reden. Nur irgendwie, ich finde es gut hier nochmal, dass wir nicht mehr diese äußerliche klare Unterscheidung haben und dass ich erstmal zweimal hingucken muss, ob irgendwie ein Langhaariger ein alter Hippie ist oder irgendwie was anderes auf dem Kasten hat. Also das finde ich persönlich gut, dass die Grenzen verschwimmen und hinhören und hingucken, genau. Wo wir bei der Musik hin sind, hinhören. Jetzt übernehmen du mal wieder. Ja, lass euch ja reden. Also um meine Meinung geht es ja am allerwenigsten. Also von daher, du wolltest noch was sagen. Ich glaube, die Eingangsfrage war eigentlich eher, war von dir, ob wir die Leute kennen, mit denen wir zu tun haben. Und ja, oder ob man sie, ob man sie kennen muss und inwieweit man diese Rolle annimmt, sozusagen auch Botschaften weiterzugeben, zu transportieren. Wenn man den Anspruch hat. Zu greifen, von, was auch von den Leuten kommt. Also ich meine, wenn man als Künstler mit dem Publikum oder seinem Publikum, sofern es das gibt, in Kontakt ist, da kommt das ist ja eine Kommunikation, die funktioniert ja auf beiden Ebenen. Ja, muss ja auch total. Also ich könnte überhaupt nicht mehr leben, wenn ich das nicht hätte. Also ich spiele meine Konzerte und da kommen alle möglichen Leute, deswegen finde ich das auch irgendwie so gut, von klein bis irgendwie durch alle Szenen durch. Und das ist für mich das A und O. Da muss ich dann sagen, egal wie viele Likes ich auf Facebook habe, ne, irgendwie die Konzertsäle sind voll und die Leute, die sehe ich direkt. Und das, wie gesagt, seit 40 Jahren. Und das gibt mir die Kraft, das auch noch weiterzumachen. Und das ist das A und O. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn das weg wäre. Aber ist nicht gerade die Tatsache, dass du von Anfang an gesagt hast, ich habe eine Haltung oder dass man die Haltung bei dir in der Musik, in den Texten deutlich erkennen kann? Natürlich. Das, ja. Warum die Leute in so großer Zahl dahin gehen? Richtig. Also es ist ja nicht so, dass die sagen, oh Gott, der hat eine Haltung, das will ich nicht, ich kann damit nicht umgehen, der sagt mir jetzt irgendwas, sondern es ist ja bei dir genau andersrum. Das die Leute kommen ganz genau deswegen, weil sie wissen, da steht einer, der eine Meinung zu Sachen hat und deine Haltung vertritt. Genau, und das ist das Gute und das schützt mich davor. Also das Negative kommt von den großen Medien, die sagen, da ist einer mit Haltung, den laden wir nicht zu Wetten, das ein, der macht uns das Publikum kaputt. Würdest du da hingehen, wenn sie dich einladen? Da mache ich mir keine Gedanken drüber. Gut, nun gibt es Wetten, das auch nicht mehr, also von daher ist es müßig. Ich war, ist egal. Warst mal eingeladen? Nein. Das Problem ist ja, wenn du mit den großen Medien kooperierst, das geht selten gut, also weil du dann eben diese nicht politische und gähnend gelangweilte Meute in deinen Konzerten hast und dadurch geht irgendwie wiederum deine Energie flöten, ne? Weil wenn die irgendwie mal in deine Konzerte kommen, weil die dich gerade mal toll finden, dann funktioniert das Spiel zwischen Publikum und Künstler nicht mehr. Und ich hatte schon immer irgendwie die Angst davor, irgendwann mal nach so und so vielen Jahren auf irgendeinen Song oder irgendwas Stereotypes festgenagelt zu werden, weil, wie man eben bei alten Bands sieht, ist ja über Musik werden in irgendeinem Punkt, da sind wir wieder dann bei den Punks, die dann bei CDU und so weiter irgendwie rummachen. Irgendwann mal wird man nur durch alte Gefühle, also ne, Musik regt in dir die Gefühle an, und die meisten kochen nur alte Gefühle auf, also durch irgendwie ein Bild, gehen immer noch zu den Stones oder zu Bob Dylan oder was weiß ich irgendwie und erinnern sich daran, wie es früher war und haben aber ein völlig anderes Leben, nichts passt mehr zusammen und davor hatte ich immer Angst und ich habe immer irgendwie die Leute direkt, wenn einer zu mir kommt, dann sagt er nicht, ah, der Stoppock, der hat doch da den und den Song, mal gucken, ob er den wieder spielt oder so, ne? Sondern die sind im Hier und Jetzt und erleben das Konzert und das finde ich absolut das Wichtigste für mich. Ich überlege die ganze Zeit, was das mit dem Energiebegriff auf sich hat. Das, weiß auch nicht, was Kunst ist. Deswegen ist das, weil du sagst, das ist energetisch, passiert da irgendwas. Für mich gibt es so zweierlei. Also wenn wir über wer steht vor der Bühne, wer liest die Sachen, wer mit wem sitzt du später in einer Bar und so weiter. Darüber nachdenken. Und da finde ich tatsächlich einfach sozusagen die Seite der Rezipienten und Rezipientin total interessant. Und das sind halt eben nicht nur Zahlen, also es ist nicht nur die Frage, wie man die irgendwie quantifizieren kann als Konzertbesucherin oder als Leute, die irgendwas liken, sondern tatsächlich, was passiert da, also wie schreibt sich Musik zum Beispiel in Biografien ein? Finde ich es natürlich einerseits schön, zum Beispiel einer ganz klar linken, linksradikalen, antifaschistischen, queeren, feministischen Szene
Songs zu liefern, die sie in ihren persönlichen Soundtrack bewegungspolitisch mit einnehmen können. Das finde ich schön, wenn sich quasi, was sich so diskursiv einfach niederschlägt in bestimmten Räumen, in Form eines Buches, in Form eines Films, in Form einer Fotografie, in Form eines Songs und so weiter irgendwie, also dingbar gemacht wird. Da habe ich Freude dran, das motiviert mich. Ja. Ob das jetzt mein Name ist oder was anderes, ist mir egal. Hauptsache, da findet irgendwer die richtigen Worte oder den richtigen Blick oder den richtigen Pinselstrich, um das irgendwie für den Moment zu dokumentieren. Und dann kann man das alle paar Jahre abgleichen, hat das noch Gültigkeit oder nicht, oder bleibt das halt nur Gründungsromantik. Zum einen und zum anderen finde ich es auch schön, wenn Leute sich tatsächlich darüber politisieren. Also ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn da Menschen im Publikum stehen, wo ich mir denke, scheiße, was willst du denn hier? Und ich bin nur damit beschäftigt, die ganze Zeit vor der Vereinnahmung irgendwie Angst zu haben. Ich finde es auch schön, wenn im Nachhinein im Gespräch sich rausstellt, aha, guck mal, wusste ich gar nicht. So. Und das ist auf jeden Fall für mich eine Motivation. Ob das jetzt was mit Energien zu tun hat oder so, weiß ich nicht genau, aber... Ja, Musik, alles Austausch hat mit Energie zu tun. Ja, ich scherze natürlich unter der Hand, weil ich was Esoterisches da wähne, aber das will ich dir gar nicht unterstellen. Nee, das ist aber überhaupt nicht so. Weiterentwicklung zu tun. Also ich finde auch aber Weiterentwicklung. Einfach, ganz kurz, also das finde ich tatsächlich wichtig, nicht nur zu gucken, wer macht das, sondern wer hört das auch. Also in Bezug auf die Frage, sind die Majors so mächtig, sind die Medien so mächtig, wie groß ist diese Masse eigentlich? Also das auch mal wieder abzugleichen und den Leuten auch tatsächlich... das ist ja auch das beste Argument gegen Verschwörungstheorien, die Handlungsfähigkeit der Menschen tatsächlich in dieser grauen Gesamtheit ernst zu nehmen, ja, und zwar von jeder einzelnen Person und nicht von irgendwelchen von außen steuernden Elementen und Systemen und so weiter. Das ist ja auch leider, früher dachte ich das auch immer, da ist einer, der alles steuert. Ich würde mir den wünschen, irgendwie. Es ist nicht, da sitzt keiner mehr am Steuer, es ist irgendwie ein Selbstläufer und wir müssen in den kleinen Zellen dagegen halten. Naja, die Gesamtheit ist es, genau. Ja, ja. Genau. Naja, wollte ich nur noch mal. Ich habe es am Anfang gesagt, wir haben wahnsinnig wenig Zeit und jetzt haben wir nur noch 10 Minuten und werden dieses Thema natürlich sowieso überhaupt nicht in den Griff kriegen. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Weil wir reden hier die ganze Zeit und bis auf die eine gab es keine. Gibt es irgendjemand, der noch... ja, entweder du redest ganz laut oder kriegst ein Mikrofon. Ich würde gerne das nochmal irgendwie auf die Musik an sich runterbrechen, weil ihr habt euch so ganz viel an Majors und an der Möglichkeit eines Künstlers abgearbeitet, sich auszudrücken. Aber vorhin kam ja durchaus der Gedanke, dass Politik im musikalischen Zeitgeist, also nicht unbedingt im Mainstream, aber im Zeitgeist kaum mehr vorhanden ist. Und außer, dass es vielleicht in kleinen Nischen stattfindet. Und das wäre mal eine Frage, ob ihr dafür eine Erklärung habt, weil wir doch in eigentlich so politischen Zeiten wie kaum zuvor, also die Gemütlichkeit der Bundesrepublik ist längst vorbei, wir sind von Kriegen umgeben, der Neoliberalismus hat dieses Land total auf den Kopf gestellt oder ist zumindest dabei und trotzdem ist die Masse sozusagen schläfrig. Also ich finde das nicht, also bitteschön. Ja, warte mal, jetzt gebe ich mal meins weiter. Also gute Frage. Ich glaube, der Krieg ist noch nicht wirklich hier angekommen. Also es ist Krieg in der Welt und auch um uns drum herum und im Mittelmeer ersaufen Leute. Aber es ist noch nicht bei allen Leuten angekommen, dass das so ist. Und den meisten Leuten geht es vielleicht noch zu gut und sie haben noch kleine bürgerliche Träume von Haus und Kind und Hund und Baumpflanzen. Und solange das so ist, wird sich da auch nichts ändern. Also es ist so, ich glaube, es wird sich bald ändern, weil immer mehr Leute eben auch nicht mehr damit klarkommen und immer mehr Leute fallen raus, immer mehr Leute werden durch auch die Arbeitsprozesse, in denen mittlerweile die Arbeit strukturiert ist, immer mehr Leute werden krank, aber das wird noch eine Weile dauern. Und man hat, ja, aber da war es ja auch so. Also da sind ja auch... Nein, also aber da die Frage, ob das jetzt bald zu Ende ist oder nicht, also wie unsere Gesellschaft mit dem Reichtum umgeht, das wäre nochmal wirklich eine ganz andere Diskussion. Das also spätestens, wie gesagt, wenn die Sahara sozusagen so weit ausgeweitet ist, dass ganz Nordafrika, die Leute müssen wohin? Es werden ja Kriege geführt. Ich meine, wir haben... Wir schicken wurde es aber immer. Nee, aber welche Band, also zum Beispiel... ja, ich habe doch gesagt, weil es den Leuten noch zu gut geht. Also du sagst, dass es nicht stattfindet, was wahrscheinlich die allermeisten Leute unterschreiben würden, liegt daran, weil es den Leuten zu gut geht und sie das nicht interessiert. Aber ich habe jetzt auch noch nicht mal verstanden, meinst du, dass sich das musikalisch nicht ausdrückt in der Zeit? Das also finde ich eben nicht. Es gibt nicht mehr die große Band, was ja gut ist, ne?
weil die Bands, die die Musik dagegen machen oder für den Wandel machen, die finden in den großen Medien nicht statt. Die großen Medien, und das finde ich gut, es gibt nicht mehr so einen Scheiß wie Band-Aid oder das war ja immer sofort eine große Vermarktung. Und es gibt unglaublich viel gute Musik, wie es noch nie gab. Und das finde ich, ist doch herrlich. Ja gut, aber die Musik ist ja die eine Frage, aber die Frage war ja mit der richtigen Haltung. Also ich weiß, was du sagen willst. Ich sehe das aber anders. Ich nenne noch ein anderes Beispiel, den es auch nicht wehtut, wenn ich es disse. Es gab eine Sendung 3 nach 9. Da war die Sängerin von Silbermond eingeladen, zusammen mit Katharina Witt. Und es ging um die Olympischen Spiele in Moskau und ob man sie boykottieren soll, auch in dem Grund, also um eine Veranstaltung Olympischen Spiele in Moskau, Sotschi war es ja oder so. Jedenfalls war es so, und das war erschreckend, also Jennifer Weiss hat dann eben erzählt, dass sie diesen Song gemacht haben gegen Homophobie. So. Und dann war diese Sendung, sie saß da und Katharina Witt sagt ganz einfach, ja, aber man muss doch verstehen, die Sportler bereiten sich 4 Jahre auf dieses Ereignis vor. Und dann saß sie da und hat gesagt, ja, und das war's. Und da ist man wieder bei dieser Haltung. Natürlich sagen das Leute, aber hätte man, sie hätte, wenn sie es wirklich interessiert hätte und wenn es wirklich in ihr gebrannt hätte, das rauszuhauen, weil sie, so wie sie ja schreit, der Song heißt ja auch noch Schrei. Aber das sind immer einzelne Momente, die du da rauspickst. Ja, genau, nenne mir doch Gegenbeispiele. Also ich nenne ja die Beispiele konkret, damit ich nicht so rumschwamme, sondern ich sage, da sehe ich Fehler. Ich höre seit Jahren kaum ein relevantes, in Medien wirksames, also klar läuft das in kleinen, aber im ein bisschen relevanter, dass es mal aufgegriffen wird, gibt es das nicht gerade. Natürlich. Es gab einen Dieter Hildebrand, es gibt einen Georg Schramm, es gibt irgendwie Kabarettisten, die das super alles auf den Punkt bringen. Ja, und es gibt und Mario Barth, der das Olympiastadion voll macht. Also, ja, aber also, das ist jetzt sehr schwierig. Also wir können ja die restlichen 2 Minuten damit verbringen, irgendwelche Leute rauszuholen. Gut. Ich verstehe, was du meinst. Ne? Also natürlich gibt es Situationen, die guckt man, sieht man und denkt, sag mal, was ist denn das? Und ich glaube, es wird auch ganz viele Leute geben, die was benutzen, um eine vermeintliche Haltung zu transportieren, die ihnen irgendwas ermöglicht, wahrgenommen zu werden, mehr Geld zu verdienen, was auch immer. Aber es gibt doch schon auch eine ganze Menge Leute, bei denen ganz klar ist, dass sie diese Haltung haben. Und wenn sie gefragt werden, die auch ganz deutlich kundtun. Also es ist ja nicht so, dass... Also wir haben hier in der Bundesrepublik irgendwie eine konservative, christlich wertkonservative Regierung. Die hat sich nicht von alleine gewählt. Das heißt, es gibt ja eine Mehrheit in der Gesellschaft, die sich für diese politische Ausrichtung entschieden hat. Und die Nichtartikulation von Rebellion ist ja auch eine politische Haltung. Also haben wir jede Menge politische Musik, nur streckt die halt nicht die linke Faust nach oben, was uns vielleicht lieber wäre, weil es sich für uns angenehmer anfühlt, weil wir uns ja nochmal lebendig fühlen oder irgendwas. Stattdessen gibt es halt eine Steuerreform oder nicht oder irgendeine Mautgebühr oder nicht. Und das sind natürlich alles keine Dinge, wo wir sofort Lust haben, uns ein Che Guevara-T-Shirt anzuziehen. So. Also ich glaube, die Politik ist da, sie artikuliert sich eben nicht so sexy, wie wir es gerne wollen, weil es spannender wäre. Fertig. Das können wir eigentlich ehrlich gesagt so stehen lassen, weil die Zeit vorbei ist. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber... Also darf ich den Abschlusssatz sagen? Es war immer schon so scheiße. Irgendwie. das gab es immer und ich finde, aber jetzt haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten und das finde ich gut. Und dass wir in einer satten Gesellschaft leben und dass wir darüber diskutieren müssten, wie irgendwie das Geld besser verteilt wird, das ist völlig klar. Aber wenn wir jetzt hier nur über Musik und Haltung in der Musik reden, finde ich, es passiert mehr denn je. Musst du doch noch einen draufsetzen? Ja, natürlich muss ich. Und zwar ist auch mal die Frage nach Huhn oder Ei, wie kriegen wir gesellschaftlichen Wandel hin? Müssen die Großen das den Kleinen beibringen oder brauchen die Großen selbst erst irgendwie sowas wie eine politische Bildung oder eine gesamtgesellschaftliche Erziehung, um dann in der Lage zu sein, das wiederum in eine Generation nach unten zu transferieren? Und meine Lösung ist tatsächlich für diesen, also für
das ist eine große Utopie und ich lasse mich gerne von der Bundesregierung vereinnahmen und viel, viel Geld bezahlen, damit ich mir ein tolles Team zusammenstellen kann, um tatsächlich eine Schulreform in dem Sinne einer Politisierung einer Gesellschaft, und ich bin kein Fan von irgendwelchen auch gut gemeint sozialistischen Diktaturen irgendwie oder so, das meine ich nicht, ja, also jetzt nicht von der Wiege bis zur Bahre und in der Zwischenzeit haben wir den Staatsbürgerkundeunterricht oder so, das meine ich nicht, aber letztlich geht es um die Frage, wie verstehen wir welche Inhalte, können wir sozusagen die politisch dekodieren oder nicht und können wir uns damit auch in unserem kulturellen Rezeptionsverhalten irgendwie schlau als eine schlaue Gesellschaft erweisen oder nicht und können wir deswegen irgendwann schaffen, aus der Bequemlichkeit herauszukommen und uns nicht mit langweiligen konservativen Strukturen auszustatten, sondern tatsächlich was zu verändern, wenn wir das dann wollen. Also ich glaube, die Frage über eine Bildung, über einen gesamtgesellschaftlichen Geisteszustand, der sich durchaus als politisch empfindet, wäre eine Möglichkeit. Und wenn wir schon kleine Leute zwingen, 10 Jahre lang gegen Noten und Beurteilung in der Vorbereitung auf die kapitalistische Verwertungslogik in so Schulgebäude zu schicken, dann doch bitte mit Inhalten, die besser fruchten als das, was ich nach 13 Jahren definitiv wieder vergessen habe. So, und jetzt machen wir Schluss. Vielen Dank. Wie immer, das ist, glaube ich, das Wesen fast aller Diskussionen, dass man nicht zu einem schlauen Ende kommt, zu dem alle, also man kann keinen Strich drunter machen, das wollte ich sagen, aber das ist ja vielleicht auch der Sinn der Sache. Ja. Vielen Dank. Danke euch.